Bist du, lieber Zuschauer, ein großer Fan vom Origami und natürlich auf der Suche nach dem passenden Geschenk, dann bist du in meinem Video genau richtig, denn heute dreht sich alles darum, wie man aus einem Geldschein so ein süßes Haus basteln kann, so sollte es auch am Ende aussehen und die ganze Anleitung zeige ich jetzt in diesem Video natürlich wie immer Schritt für Schritt. Was wir dafür benötigen: Ein Geldschein. Falte die untere Kante zur gegenüberliegenden Seite. Falte das Ganze wieder auf. Drehe das Ganze so, sodass die schmale Seite zu dir schaut. Falte die untere Kante zur gegenüberliegenden Seite. Falte das Ganze wieder auf. Falte die rechte Seite zur entstandenen Mittellinie. Wende nun den Geldschein. Falte die untere sowie die obere Kante zur Mittellinie. Falte die linke Seite zur rechten Seite hinüber. Wiederhole es mit der rechten Seite. Falte die rechte, angezeigte Seite quer zur Mittellinie hin. Wiederhole es auf der linken Seite. Falte die untere Kante bis zur angezeigten oberen Kante. Falte die rechte angezeigte Seite nach unten hin.
Falte die Spitze wieder zurück. Falte es wieder auf. Falte die untere Seite nun die Schräge auf. Falte die angezeigte Faltkante nach unten hin um. Schließe die Schräge. Klappe es an den Faltkanten zusammen. Wir haben es geschafft. Fertig ist das süße Haus aus Geld.